Liebe Schwestern und Brüder, auch heute möchte ich den fortlaufenden Text des Hebräerbriefs mit Ihnen betrachten, aber zuerst einen kurzen Blick auf dieses ganz kurze Evangelium. Nur der heilige Markus berichtet von dieser Situation. Jesus hat Nazareth verlassen, seinen Beruf, seine Verwandtschaft, seine Mutter und ist hinuntergezogen nach Kapharnaum und beginnt dort sein öffentliches Wirken. Und die Menschen strömen in Scharen zusammen. Wir haben es gestern im Evangelium gehört, von überall her, auch aus dem heidnischen Umland. Die Verwandtschaft in Nazareth ist entsetzt. Sie denken, er ist verrückt geworden. Was ist in ihn gefahren? Sie schämen sich wohl auch für ihn. Er hat alles liegen und stehen lassen und ist einen ganz neuen Weg gegangen und dieser Weg verwirrt sie. Und ich möchte nur auf eines hinweisen, was mich immer wieder bewegt, gerade bei dieser Stelle. Offensichtlich haben seine Verwandten einen langen Weg gemacht. Sie haben sich auf den Weg gemacht, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Aber aus diesem Weg wurde etwas anderes. Aus den Verwandten Jesu, Markus nennt ja vier Brüder Jesu namentlich, also Tradition sagt seine Verwandten, darunter an erster Stelle den Jakobus, den das Evangelium immer den Herrenbruder nennt. Ja, sie haben sich auf den Weg gemacht, um ihn zurückzuholen zu seinem normalen Leben. Aber er hat sie auf seinen Weg geholt, ohne Gewalt. Und aus den skeptischen, kritischen, ablehnenden Verwandten wurden Jünger Jesu. Und wenn Sie im Blick auf dieses Evangelium ein wenig hineinschauen in den Jakobusbrief, Brief des Herrenbruders, oder den Judasbrief, vermutlich auch der im Evangelium genannte Herrenbruder Judas, dann begegnen sie Menschen, die Christus gläubig geworden sind, die ihn Herr nennen, die seine Gottheit anerkennen. Was für einen weiten Weg müssen sie in diesen kurzen Jahren gegangen sein, von den kritisch ablehnenden Verwandten bis hin zu den innig ihren Verwandten. Nein, ja, auch ihren Verwandten, aber den Herrn in ihren Verwandten zu sehen und zu verehren. Und ich denke, das ist ein schönes Bild, ein ermutigendes Bild für das, was viele von uns erleben, erlebt haben oder was wir um uns herum erleben, dass Menschen, die Jesus für einen ganz normalen Menschen gehalten haben, bedeutend vielleicht als Prophet, zu echten Jüngern Jesu geworden sind, ihn lieben, ihn verehren. Alle, die uns im Neuen Testament begegnen als Jüngerinnen und Jünger Jesu, sind einen solchen Weg gegangen. Und einen solchen Weg weist auch der Hebräerbrief. Die urchristliche Erfahrung, die bis heute lebt, auf den Weg Jesu zu kommen. Der Hebräerbrief
stellt heute ein Wort in die Mitte, in diesem Abschnitt, den wir eben gehört haben, der uns als Christen ganz vertraut ist und gleichzeitig doch ganz fremd ist. Das Wort Blut. Der Hebräerbrief spricht viel von den Opfern des alten Bundes, die im Tempel in Jerusalem gefeiert wurden. Es waren blutige Opfer von Tieren, Stieren, Böcken, Tauben. Es ist viel Blut geflossen in dem Tempel in Jerusalem. Und schon auf der Wüstenwanderung hat das Volk unter der Leitung des Mose, unter Gottes Anleitung, auch das Tieropfer, das Blutige kennengelernt. Ja, schon die Befreiung aus Ägypten, die Nacht der Befreiung, hat mit dem Blut der Lämmer begonnen. Das Pessachlamm, das geschlachtet wird und dessen Blut an die Türpfosten gestrichen wird. Und immer wieder ist es dieses Thema, das Blut als Reinigung, als Heiligung. Uns heute, ich vermute, es geht den meisten von uns so, ist das sehr fremd. Und wenn wir uns vorstellen, es bestünde heute noch der Tempel in Jerusalem und es flössen Ströme von Tierblut. Nun, wir haben uns daran gewöhnt, dass diese Ströme von Blut in den Schlachthöfen fließen und wir finden erstaunlich wenig dabei. Aber damals war in der antiken Welt und auch in anderen Religionen das blutige Opfer ein wesentlicher Bestand der Religion. Auf ganz grauenhafte Weise bei den Azteken im heutigen Mexiko, wo den Opfern, die dargebracht wurden, Menschenopfern, bei lebendigem Leib das Blut, das Herz aus dem Leib gerissen wurde, um mit diesem Blut die Götter zu versöhnen. Das Blut ist auch im Herzen des christlichen Glaubens. Nicht mit dem Blut von Böcken und Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Das Blut Jesu. Die Verwandten Jesu, seine Mutter, Jüngerinnen, Johannes, der Lieblingsjünger, sie alle standen beim Kreuz und haben dieses blutige, grauenhafte Schauspiel mitgelitten und miterlebt, das Blut Jesu. Und es ist durch diese Erfahrung des Kreuzestodes Jesu in ihren Herzen etwas entstanden, etwas gewachsen, was bis heute in der Mitte unseres Glaubens ist. Denn was tun wir auf dem Altar, wenn wir die Messe feiern? Das Blut, das für uns vergossen worden ist. Ja, wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh, die Unreinen, die damit besprengt werden, so heilig, dass sie leiblich rein werden. Das hat ja schon Mose institutionalisiert, das Blutopfer von Stieren. Das Volk wurde mit diesem Blut besprengt und der Altar. Und zwischen dem Volk und dem Altar entstand damit eine Blutsverbindung, eine Blutsverwandtschaft. Die Bundesverwandtschaft, die damals schon mit dem Tierblut gemacht wurde. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst Kraft ewigen Geistes Gott als makelloses Opfer dargebracht hat
unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Fragen wir ganz einfach, was ist das Blut? Es ist das Leben. Es ist das Wunderbare, dass wenn wir uns in den Finger schneiden, es kommt sofort Blut heraus. Überall. Unser ganzer Körper ist durchblutet. Und nur so lebt er. Und deshalb wussten die Menschen seit eh und je, dass das Blut etwas Heiliges, etwas Kostbares ist. Und Blut vergießen durch Gewalt ist etwas Schreckliches. Aber das Blut Jesu ist das Blut deines Herzens, das Blut des gottmenschlichen Herzens. Und dieses Blut hat die Kraft, Kraft ewigen Geistes, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes, des Geistes der Liebe Gottes, hat dieses Blut die Kraft, uns mit dem lebendigen Gott zu verbinden, uns zu reinigen, zu heiligen, uns Anteil zu geben an seinem Leben. Wer von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Die heilige Katharina von Siena, ich möchte sie zum Schluss erwähnen, Kirchenlehrerin, mit 28 Jahren verstorben, beendet jeden ihrer Briefe. Sie hat hunderte von Briefen geschrieben, sie war Analphabetin, sie hat sie diktiert ihren Sekretären, 4 Sekretäre gleichzeitig, die ihre Briefe geschrieben haben. Und immer am Schluss das Blut Jesu. Das Leben Jesu, die Teilnahme an seinem Leben. Und was ist das Geheimnis dieses Blutes? Er hat es dargebracht. Das heißt, er hat sein Leben dargebracht, als makelloses Opfer Gott dargebracht. Aus diesem Opfer leben wir alle. Aus seiner Hingabe. Er hat das Leben für uns gegeben. In der Messe sagen wir in den Wandlungsworten, den Worten Jesu, das für euch und für alle vergossen wird. Diesem Blut dürfen wir teilnehmen am ewigen, lebendigen Leben Gottes. Und das feiern wir ganz schlicht in jeder Eucharistie, und das feiern wir in jeder Hingabe, wenn wir unser Leben, das heißt unser Blut, für die anderen einsetzen, in den Werken der Nächstenliebe. Danken wir dem Herrn für dieses wunderbare Geheimnis seines für uns vergossenen Blutes.